Bei Talk in Town wird es jetzt rockig, denn wir sind bei der DTM und Mike Rockenfeller ist am Start. Wir sind hier in Moskau. Du hast hier zweimal schon gewonnen, also grundsätzlich nettes Fleckchen hier. Was hältst du von Moskau? Also ich muss sagen, ich bin 2013 das erste Mal hergekommen und zwar in die Stadt. Da gab es so ein City Race, Moskau City Race hieß das. Da sind wir mit dem Auto um Kreml rumgefahren, Formel 1 Auto war da, Ferrari und so, um einfach das Ganze so Motorsport ein bisschen zu promoten. Das heißt, da habe ich die Stadt ein bisschen mehr kennengelernt und muss sagen, ich fand es vom ersten Tag an cool hier. Also wirklich auch die Rennstrecke. Du meinst eigentlich nicht, dass du jetzt in Russland bist, weil die Rennstrecke ist absoluter Standard, wie bei uns auch. Klar, der Motorsport ist hier noch nicht ganz so bekannt seit vielen Jahren wie bei uns vielleicht, aber wir sind hier herzlich empfangen worden und es hat immer Spaß gemacht. Und wenn dann natürlich gewinnst, ja, dann kannst du ja das nur mögen. Und sag mal, generell so an so einem langen Wochenende, hast du da auch mal Zeit, so einen Wodka oder so zu trinken? Ja, also nicht am Wochenende, aber danach schon. Das hatten wir ja auch, gerade wenn du gewinnst, auch da wieder, dann schmeckt der Wodka auch, ganz klar. Aber natürlich, wenn du keinen Erfolg hast, nee, dann nicht. Wir hatten ja hier auch schon, 2014 war es, wo wir dann das Fußballfinale geschaut haben, nach dem Rennen, auch wenn mein Rennen nicht so gut war, aber da haben wir dann trotzdem gefeiert und deswegen, also, ja, also... Jetzt kommt's. Was soll ich sagen? Also der ein oder andere Wodka ist auf jeden Fall schon mal hier probiert worden und der ist auch ganz gut hier in Russland. Bist du grundsätzlich so jemand irgendwie, dass du es auch gerne mal knallen lässt? Also es geht, also ich bin früher vielleicht mehr als jetzt mittlerweile. Bist ja Familienvater. Ja, nee, also natürlich, ich sage mal so, ich habe immer versucht, meine Erfolge zu genießen, vor allen Dingen. Ich kann doch aber auch mit anderen feiern, ne? Also es ging jetzt nicht immer dann nur um meine Rennen oder so Resultate. Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das Leben genießt. Wenn man die Möglichkeit hat in dem Moment, natürlich vor dem Rennen nicht, das ist ja ganz klar, weil du willst fit sein, musst fit sein, um die Leistung zu bringen. Aber danach, wenn man dann mehr entspannt, dann kann ich auch schon mal feiern. Du bist verheiratet, hast zwei Kinder, bist glaube ich vor ein paar Wochen das zweite Mal Vater geworden. Also herzlichen Glückwunsch natürlich erstmal. Wenn du zu Hause bist, wechselst du auch Windeln? Also machst du da auch viel? Ja, also viel. Meine Frau macht natürlich den größten Teil. Was heißt natürlich, sie macht das und da bin ich auch super dankbar. Hält mir den Rücken frei, so gut es geht, muss man wirklich sagen. Es geht voll auf in der Mutterrolle und wir genießen es sehr. Ich mache natürlich, muss ich auch Windeln wechseln, klar, ist auch kein Problem für mich, ehrlich nicht. Würde das ja jederzeit machen für meine Kinder und das erste Mal war ich ein bisschen unbeholfen vielleicht, ne, wenn du so ein kleines Baby dann hast, gerade am Anfang, nach der Geburt und ja, allein das anfasst, da denkst du ja wirklich, du musst ganz vorsichtig sein. Und jetzt beim zweiten wieder, obwohl wir jetzt das Ganze schon kannten, denkst du, oh Gott, so klein, das gibt's ja gar nicht, das ist ja ein Wunder wirklich und ist wunderschön, ja. Vergisst man das ein bisschen? Ich habe nur ein Kind, deshalb meiner ist fast drei. Ich habe tatsächlich vergessen, also wie es war, als der Kleine war. Ja, ich glaube zum Glück, auch die Geburt vergisst man ein bisschen, weil sonst wird man wahrscheinlich nur ein Kind kriegen. Genau, das meinte ich ja. Für mich selber, ja, also du wächst mit dem Kind, die Zeit jetzt, unser erster Sohn ist über zwei Jahre jetzt, 2 Jahre und 2 Monate und läuft rum und quatscht viel und lernt natürlich jeden Tag was Neues. Und du vergisst wirklich, dass er auch so winzig war. Jetzt ist der zweite, der Paul, da. Und wieder hast du so einen kleinen Wurm zu Hause. Und ist wunderschön, also wirklich cool. Und gerade wenn es nicht so läuft wie dieses Jahr sportlich, dann ist es natürlich umso schöner, wenn familiär alles top ist. Und du kommst nach Hause und hast den Rückhalt. Und die Kinder, die im Prinzip ja einfach nur, oder gerade jetzt der Phil, unser Erster, der freut sich einfach, wenn ich nach Hause komme. Und auch wenn er Papa im Fernsehen sieht, dann ist er ganz stolz und das ist schön. Ist ja schön, oder? Aber jetzt hast du zwei Jungs, das heißt, das Risiko ist ja recht groß, dass einer von beiden irgendwann sagt, du Papa, ich will das machen, was du machst. Ist das dann so, yes, strike, alles richtig gemacht oder ist das dann so, also ich muss ehrlich sagen, wenn man das sich aussuchen könnte, klar würde ich mir wünschen, dass einer von den beiden oder beide, egal, Erfolg im Motorsport hätten grundsätzlich, weil das ist ja, wäre ja schade, wenn ich das nicht gut finden würde irgendwo, das war ja auch mein Weg. Aber ehrlich gesagt sehe ich die Chance so gering, dass man das schafft. Naja, weil einfach du brauchst brutal viel Geld. Um Motorsport zu betreiben bis zu einem gewissen Level oder extrem viel Glück, so wie es bei mir war. Also Glück zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und dann die Chance zu nutzen. Und ich weiß, wie schwer es ist, wie viele gute Fahrer es gibt, ne? Und die Chance ist halt sehr gering. Man muss abwarten, wenn die in dem Alter sind, wie sich der Motorsport auch entwickelt hat. Ist es noch so wie heute oder ist es ganz anders?
Also ich hätte auch nichts dagegen, irgendwann in ein Fußballstadion zu gehen und dem bei Fußball zuzugucken, ehrlich gesagt. Weil Rennstrecken okay, keiner Nationalmannschaft ist ja, nicht so schlecht. Genau, so sehe ich das auch. Da brauchen wir auch Nachfolger. Nein, Spaß beiseite. Mir ist egal. Hauptsache wirklich irgendwas, wo sie Spaß dran haben. Sport, Hobby, finde ich super. Motorsport muss es wirklich nicht sein. Ich habe mein halbes Leben dann an der Rennstrecke verbracht und wie gesagt, Fußballstadion wäre mir lieber. Du hast gerade gesagt Hobby. Erzähl mir mal irgendwas, was wir alle vielleicht noch gar nicht wissen. Irgendwas, was uns überrascht. Irgendwie ein verrücktes Hobby oder... Boah, da gibt es bei mir nicht viel. Ehrlich gesagt bin ich total der langweilige Typ, was das angeht. Ja, wirklich. Kein actiongeladen. Nein, wirklich. Keine actiongeladenen Hobby. Also, ich wohne nah am Wasser, am Bodensee und überlege mir jetzt gerade die ganze Zeit, ob ich mir ein Motorboot kaufe und da ist so ein bisschen mein Hobby dann, sage ich mal. Ansonsten alte Autos finde ich ganz gut. Auch wirklich nur anzuschauen. Ich habe jetzt nicht die Garage voll, so ist es nicht, aber das ist was, was mich interessiert. Aber ja, ich habe nichts Verrücktes. Musst du auch nicht. Nee. Ich finde, du hast genug Adrenalin. Ja, genau. Abends mal einen guten Wein trinken mit der Frau oder so und entspannen. Und das gibt mir eigentlich genug Spaß am Leben, muss ich sagen. Einfach die Familie genießen. Und wir haben ein schönes Zuhause. Und ja, ich komme immer wieder gern einfach von der Rennstrecke weg nach Hause und genieße das. Und brauche auch nicht große Urlaube jetzt, weil wir wirklich uns zu Hause dann immer schön machen. Ansonsten, ja, mal sehen, was noch so kommt. Vielleicht kommt noch irgendein Hobby, aber ich werde jetzt zum Beispiel nie Fallschirm springen. Ja? Andere sind ja da total geil drauf und sagen, das ist der Kick, den du brauchst. Ich überhaupt gar nicht. Also kann das auch nicht ganz nachvollziehen. Wir sind nicht dafür gemacht, aber ja, manche Leute finden es gut. Ich bin da eher entspannter. Im Rennauto versuche ich dann Gas zu geben. So, und jetzt vielleicht noch ein Hallo an die Fans oder irgendwas, was du loswerden willst. Ja gut, ich kann nur sagen, dass ich im Prinzip ja, mich freue, dass ihr das Ganze erstmal anschaut natürlich. Ne? Hoffe, euch hat es gefallen, ein bisschen mal andere Informationen zu kriegen von mir. Ich hoffe, ihr drückt mir die Daumen, auch wenn es dieses Jahr sehr schwierig läuft, sportlich. Aber ich habe, glaube ich, auch in den letzten Jahren schon ein paar Erfolge gehabt und werde auch in Zukunft wieder vorne mitfahren, da bin ich sicher. Da bin ich mir auch ganz sicher und du bist alles andere als ein langweiliger Typ. Also, in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal und danke, Robin. Ja, ciao. Tschüss.